Was geht ab, Freunde? Bevor es in euer Reading geht, möchte ich noch mal ganz schnell darauf aufmerksam machen, beziehungsweise vielleicht auch noch mal daran erinnern, für diejenigen, die es vielleicht schon wieder vergessen haben. Das hatte ich nämlich jetzt mit einer Kundin von mir. In euren letzten Videos habe ich in den Infokärtchen einen Rabattcode für euch versteckt. Jetzt kann ich es öffentlich machen. Euer Rabattcode, um 10% auf euer nächstes Reading bei mir zu bekommen, ist Happy Halloween 10. Es gilt nur im Oktober. Wer zuerst kommt, mal zuerst, Leute. Und ja, Happy Shopping. Auf geht's in euer Reading. Bye, bye. Team Schütze, was geht ab, Leute? Zeit für euer Reading. Lasst uns gucken, was heute eure Fokuskarten sind. Ich bin gespannt. Einige von euch müssen ihren Schmuck überprüfen. Im Sinne davon zu schauen, ob die Verschlüsse, fragt mich jetzt bitte nicht, warum ich euch das sage, aber überprüft euren Schmuck für diejenigen, die auch gerne so feine Armbänder tragen oder feine Ketten. Guckt, ob eure Verschlüsse richtig sind oder ob hier die Ösen vielleicht irgendwie auf sind, sodass ihr das verlieren könntet. Einige von euch kontrolliert eure Ohrringe. So. Das ist eine Message, die ich euch warum auch immer sagen soll. Okay, aber wir haben hier zwei Karten. Einmal To the Sea und dann Treasure Island. Okay. Also Leute, To the Sea, die Karte ist eine Karte von Emotionen kommen und gehen lassen und sie analysieren und quasi, ich sag mal, Notiz nehmen, euch das vielleicht tatsächlich aufschreiben und genau zu überlegen, die Situationen, in denen ich bin und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind das wirklich die Menschen für mich? Ja, ich habe das eben Stier habe ich hier vorgedreht. Wartet, Leute, ich muss gucken. Stier habe ich hier vorgedreht und da habe ich gesagt, wenn ich mich mit Menschen umgebe, dann gucke ich immer danach, wie lassen die mich fühlen, ja, wenn ich das dann Revue passieren lasse. In dem Moment selber erlebe ich einfach, aber wenn ich dann eben mich von diesen Menschen entferne, dann mache ich, dann Revue passiere ich quasi und überlege, wie haben diese Menschen und diese Situationen mich fühlen lassen. Fühle ich mich jetzt entspannt? Fühle ich mich im Survival-Mode? Mein Nervensystem total aufgekratzt, ja? Oder habe ich das Gefühl, ich titsch von hoch, runter, hoch, runter? Oder habe ich eine gesunde Nulllinie, auf der ich mich befinde, weil ich mich entspannen konnte bei den Menschen, mit denen ich gewesen bin? Oder weil die Menschen oder Situation mir ein entspannendes Gefühl gegeben hat, ja? Weil ich habe mittlerweile für mich, ich umgebe mich nicht mehr mit Menschen und Situationen. Guckt, hier ist die Karte Breathe. Das spricht nochmal dafür, für das, was ich sage. Ich umgebe mich nicht mehr mit Menschen und Situationen, die mein Nervensystem aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, das, please not. So, und dann die Karte Treasure Island. Ihr könnt sehen, hier kommt ganz schön viel Gold und Glitzer daraus. Treasure Island ist eine Karte, wo es wirklich darum geht, dass man eigentlich alles das bekommt, was man sich so wünscht, ja, seine Manifestierungen. Es ist auch die Karte Nummer 9, sehe ich hier gerade. Zusammen ergibt das hier 7 und 9 ist 16, reduziert sich wieder auf 7. Ist eine eine Zahl der Spiritualität, aber vor allen Dingen auch eine Zahl von Wandel. Und hier ist etwas, hier hat etwas mit Vollendung zu tun. Es könnte tatsächlich sein, dass eine Manifestierung auf euch zukommt. Ja, Leute, 7 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Einige von euch warten da drauf. Ihr wartet darauf, dass etwas Früchte trägt oder ihr macht genau das, was ich eben gesagt habe mit 7 der Münzen. Das ist nämlich eine Karte von wirklich Revue passieren lassen, zu überlegen, was ist Sache. Ich sehe dahinter die 7 der Schwerter und den Gehängten. Einige von euch wissen, dass sie gerade in ihrer Situation nicht viel mehr machen können, außer genau das. Zu sitzen und darauf zu warten, dass was auch immer ihr angefangen habt, dass es Früchte trägt. Wichtig ist ganz klar, wie ich schon gesagt habe, ja, einfach immer nur warten, das ist Bullshit, ja. Wenn ihr, ich habe das in welchem Reading auch immer gesagt, in einem von den anderen Readings, da habe ich gesagt, es gibt ein Sprichwort, und zwar geht das wie folgt: Wenn die Seemänner auf See fahren, beziehungsweise, nein, falsch. Wenn die Seemänner auf See fahren wollen,
und das aus welchen Gründen auch immer nicht geht, ja, und sie nicht fischen können, dann bleiben sie zu Hause und reparieren ihre Fischernetze, ja. Und im Umkehr, da sind die Glocken von der Kirche, die läuten, Bestätigung. Im Umkehrschluss bedeutet das einfach, dass ihr in eurer Wartezeit, ja, nach innen schauen sollt und da reparieren könnt oder sollt, wo ihr könnt. Ja, ob das jetzt in eurem emotionalen Leben oder in eurem materiellen Leben ist, man kann immer irgendwas tun. Der Grund, warum hier so viele Leute so unendlich verzweifelt und unglücklich sind, ist, weil sie sitzen und sagen, oh Mann, wann kommt denn endlich meine Person in mein Leben? Oh Mann, und die Gisela und der Rainer sind jetzt glücklich zusammen. Und bei mir ist immer noch niemand. Oh Mann, wann kommt denn jetzt? Mit dem Mindset kommt nie irgendjemand, der gut ist für dich, okay? Da wirst du genauso eine Trantüten treffen, wie du gerade eine bist. Warten ist immer der Tod von allen Dingen. Guck nach innen. Es gibt immer irgendwas an dir selber zu bearbeiten. Und wir alle haben ja eine Idealvorstellung von einem Partner. Bist du nah, eigentlich selber nah genug an dieser Idealvorstellung dran? Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Jemand, der sich jetzt, was weiß ich, einen Millionärsmann wünscht, ja, wenn du 5 Cent in der Tasche hast und irgendwie nichts in deinem Leben für dich am Start hast, so. Bro, wie willst du an den Millionärmann kommen? Also ich meine, vielleicht kommst du an ihn, aber ich glaube nicht, dass er dich auch dann da behält. Okay? Also lasst uns gucken. Muss ich gucken, Leute? Kann ich nicht sehen, was ist denn hier los? 5 der Münzen. 4 der Kelche, 5 der Münzen, 9 der Stäbe auf der Rückseite des Decks gerade und der Wagen. Mit dem Herrscher auf der Rückseite des Decks. Also Leute, nach einer verpassten Chance oder irgendwas, was ihr versucht habt, euch zu manifestieren, da seid ihr aber leider leer ausgegangen, kommt hier Bewegung ins Ganze. Ja, und das Interessante daran ist der Wagen, ist die Karte Nummer 7. Und wir sind im Jahr des Wagens. Wenn man 2023 runterreduziert, bekommt man 7. Ja, es ganz klar hier eine Phase von Verlust, von Mangel, von verpassten Chancen. Ich sage ja immer, es gibt keine verpassten Chancen, denn alles, was für dich ist, ist und bleibt bei dir oder kommt zu dir. Ja, heißt für die ganzen Frauen, die immer sagen, oh Mann, oh mein Gott, ich denke, ich kann keinen anderen Mann an meiner Seite finden. Girl, der Mann war sowieso nicht für dich, sonst wäre er an deiner Seite, okay? Und sowieso diesen Hang zum Leiden und diese Liebe fürs Leiden. Ich muss erstmal mit ihm das und das durchstehen, damit wir jetzt zusammen sein können. Bullshit. I'm just saying. Ja, Leute, es geht hier weiter. Geil, aber mit dem Herrscher auf der Rückseite des Decks, ihr müsst auf jeden Fall in Balance kommen und in Kontrolle. Und einige von euch, das muss ich tatsächlich sagen, einige von euch müssen sexuelle Disziplin ausüben. Ihr dürft, wenn ihr jemanden kennenlernen möchtet für etwas Ernstes, nicht direkt, don't pop the pussy on the first link, okay? Nicht das erste Date und ihr habt so 1,5 Stunden gesessen und getrunken oder gegessen oder was auch immer ihr gemacht habt und dann denkst du dir, oh ja, das war schön, jetzt gehe ich mal nach Hause und dann bust it open. Okay, nein. Okay, und das gilt auch für euch Typen. Ja, ihr Typen denkt immer, ihr seid ausgeschlossen. Lasst die Schlange in der Hose. Die will kein Mensch will das Ding jetzt gerade sehen. Lasst das Ding in der Hose. Okay? Keiner will das sehen. Es gibt nichts Attraktiveres als einen Mann mit sexueller Disziplin. Rumficken können sie nämlich alle. Und ich sag's auch noch mal ganz klar, ja? Der einzige mit dem oder die einzigen Menschen, denen du etwas beweist, indem du dich verhältst wie ein 14-jähriger angestochener Teenie, ja, der gerade seine Schlange in der Hose entdeckt hat, ist dein Kumpels. Ja? Und meine Frage ist, wenn du hetero bist, wem willst du gefallen, deinen Kumpels oder den Weibern da draußen? Ja, es reicht, wenn Frauen wissen, dass du Frauen haben kannst. Du musst sie nicht alle nehmen. Frauen haben gerne Männer, die begehrt werden von anderen Frauen, die aber nicht ihren Lörres auch in jede dieser Frauen reinstecken müssen. So, 4 der Kelche erklärt mit Ritter der Kelche und 6 der Kelche. Einige von euch haben es hier nochmal aufleben lassen, vielleicht mit irgendjemandem aus der Vergangenheit. Können Skorpio, Fische und Krebsplacements kann diese Person haben. Und das ist im absoluten Fail, war das ein Fail.
die Mäßigkeit und dann haben wir die Königin der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Und ich denke, dass einige von euch das auch selber für sich sich eingestanden haben, dass das ein No-Go war. Es hat euch in irgendeiner Form Mangel hinterlassen. Egal, ob das jetzt gewesen ist, dass ihr euch mit jemandem getroffen habt und ihr habt euch danach scheiße gefühlt oder leer gefühlt, ihr müsst auch darauf achten, wenn ihr euch immer wieder mit einer Person einlasst, ja, egal ob Männlein oder Weiblein, und ihr habt danach immer extremen Geldverlust zum Beispiel, ja, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Person nicht für euch ist. Wir reden jetzt nicht von, du hast die Frau zum Date eingeladen und hast da, was weiß ich, 50 € für die Rechnung bezahlt und die wollte danach nicht mit dir schlafen. Davon reden wir nicht. Okay? Ich rede von richtigen Geldverlust. Egal, ob das jetzt auf einmal 5 Rechnungen sind, die zusammen, was weiß ich, 2.500 € ergeben, ja, oder irgendwie konstant, weiß ich nicht, Geldverlust auf eine andere Art und Weise. Kann auch sowas sein, wie dass ihr dieses Geld extrem ausgebt und euch denkt, oh mein Gott, ich habe gerade gar keine Impulskontrolle, was mein Geld betrifft. Die Sonne und Bube der Münzen. Ich sag es euch, Leute, mit 2 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Das könnte sein, dass ihr das gemerkt habt. Also diese Verlustsituation hier könnte tatsächlich Geld sein, wie ich gerade gesagt habe. Kann aber auch sein, dass es wirklich euer Ego gewesen ist oder dass es wirklich euer Glück, eure Happiness gewesen ist, die danach rapide in den Keller gegangen ist. Könnte auch Stier, jemand Stier sein. Es könnte auch ein Stier im Sonnenzeichen sein. Ja, jemand, der euch auf und ab hat fühlen lassen, emotional. Oder wo ihr euch vielleicht gefragt habt, ist das ein wahres Gefühl, was ich für die Person habe, oder ist es eher mein Ego? Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass da keine Konstante gewesen ist. Wer auch immer diese Person aus der Vergangenheit gewesen ist, es hat euch dieses Feeling hier gegeben und nicht irgendwie ein gesundes Süß oder so. Der Wagen erklärt mit Königin der Kelche. 10 der Schwerter und 3er der Münzen mit 6 der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Das ist genau das, was ich sage. Kommt ihr hier erstmal einmal in den Einklang, was eure Emotionen betrifft und euer Unterbewusstsein oder von mir aus auch euer höheres Bewusstsein, kommt ihr in eine Stabilität rein. Und dann geht es weiter, auch mit jemandem, der besser ist als das, was ihr bisher hattet. Weil wir hatten zwar hier auch den Ritter der Kelche, aber der Ritter der Kelche ist auch flüchtige Gefühle. Ja? Der konstanteste oder der Ritter, auf den man sich am meisten verlassen kann im Tarot, wäre hier der Ritter der Münzen. Für diejenigen, die in Balance kommen, die mit ihren Emotionen arbeiten, die auch in der Lage sind, diese ganze alte Kacke hier, diesen Hundehaufen, hinter sich zu lassen. Ihr kommt in Balance und ihr kriegt genau das, was ihr manifestiert habt, auch wahrscheinlich schon irgendwann in der Vergangenheit. Es kommt auf euch zu. Oh mein Gott, Leute, 6 der Stäbe, der Gehängte und dann der Hierophant. Stierenergie und Fischeenergie, das ist genau das. Es ist vielleicht eine kleine Verzögerung hier drin für einige von euch. Vielleicht seid ihr noch mal schwach geworden oder so, aber es kommt. Es könnte eine Lektion sein in irgendeiner Form, eine Bindung oder eine höhere Bindung von nichts zu Girlfriend oder von Girlfriend zu Fiancé oder wie auch immer. Ja, das sieht gut aus für einige von euch. Okay, der Rest muss die Runde noch mal drehen. Also Leute, ich lasse euer Reading hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder Klarheit gebracht. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert.
Wer ein privates Reading haben möchte, Link ist in meiner ist in meiner Infobox. Der Link zum Conscious Club, meiner Kanalmitgliedschaft, befindet sich dort und auch meine Instagram-Accounts, wenn ihr mir dort folgen möchtet. Und ansonsten, bye bye.